Das kleine Geißbockheim im Kölner Zoo, ein beschauliches Plätzchen, um nach einem euphorisierenden Heimspiel im Rhein-Energie-Stadion abschalten zu können und in trauter Zweisamkeit mit seiner Liebsten das Erlebte zu verarbeiten. Rückblick, Sonntag, Rhein-Energie-Stadion, die Frankfurter Eintracht zu Gast in Köln. In der 82. Minute macht Toni Uca mit dem 4:1 den zweiten Heimsieg der Saison perfekt und setzt zum wohl tierischsten Jubel des Spieltags an. Grund zur Freude hatte das FC-Maskottchen nicht nur wegen des Sieges, nein, auch sein 8. Geburtstag stand am Dienstag auf dem Programm. Unter den zahlreichen Gratulanten FC-Vizepräsident Toni Schumacher und natürlich Hennes bester Freund Toni Uca. Ich wünsche Ihnen noch ein langes Leben und, ja, und ich hoffe, wir feiern noch mehr viele Siege zusammen, aber langsam. Toni Uca und Hennes der Achte, eine Freundschaft, die am Sonntag etwas rustikaler ausgelebt wurde. Sorgen um Hennes Gesundheit musste man aber nicht haben. Nee, ich habe ja auch hier mit dem Chef des Zoos gesprochen. Er hat gesagt, das stärkste Körperteil, was ein Bock hat, ist sein Nacken und seine Hörner mit dem Kopf. Da braucht man sich keine Sorgen zu machen. Das war so schlimm nicht. Das hat vielleicht ein bisschen heftig ausgesehen, aber war sicherlich nicht so schlimm.